Hallo miteinander und willkommen zurück zu X4 Foundations mit Torin Gent. Wir sind jetzt mal auf dem Weg zum Ausrüstungsdock, hätte ich mal gesagt. Und schauen mal, wie wir dieses Schiffchen hier ein wenig auf Vordermann bringen können und ja, wie viel dann noch übrig bleibt. Jetzt mal hier schön manuell, dann nicht unbedingt in die Jungs da rein, ob das passt. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Gut, gut, gut. Dann nehmen wir kurz auf die Station da hinten. Okay. So, dann schauen wir mal. Die erste ist, glaube ich, immer noch nicht fertig. Oder etwa doch. Ah, doch, okay, sie ist tatsächlich fertig. Das heißt, wir werden dich dann... Du bist ja in 18 Milliarden, genau. Zack. Ah, dein Mann wird ja bestimmt wissen, was er macht. Ich sollte vielleicht aufpassen. Highway, unbekannter Sektor. Moment mal. Und du willst mich zum... Weißt du was, komm, ich mach mal den Autopilot an. Autopilot, eingeschaltet. Also, wenn du unbedingt diese 5 Meter auf der Autobahn fahren willst, ja, dann mach das doch. Während derweil mal die Befehle hier einstellen. So, also nochmal. 18 Milliarden. Behalten. So, dann mach mal... automatischen Bergbau. Ja, die Ware soll mal sein. Such mal. Ich weiß ja nicht, wo die Video ist momentan. Mach mal Silizium. Und mach das in. Autopilot. Ausgeschaltet. Profitabler Handel 1. Genau. Und bestätigen. So, Elster dockt ab. Wunderbar. Und wir sind, glaube ich, da. Schön. Teladi Ausrüstungsdock. Dann bitten wir mal um Andockerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. Vielen lieben Dank. Ram 566, wo müssen wir denn hin? Ist schon wieder irgendein böser Typ. Gott. Jetzt mal landen. Ich hoffe, dass wir sind hier richtig. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr, ob man... Aber für irgendwas muss ja das Ausrüstungsdock auch gut sein, also... Hoffen wir mal, dass es tatsächlich die das Ausrüsten der Schiffe ist. So, und ein wenig hier noch anpassen. Ja. Und wieder zurück. Und wieder vor. Dann zeig doch mal, ist es wirklich das, was wir denken? Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja. Genau. Ein gutes Schiff aufrüsten. Also gut, was wollen wir denn machen? Also theoretisch, wir haben die Gefechtsdüsen Mark 1, die Mark 2er werden natürlich nicht schlecht. Das war schon mal der erste. Ruf hier dann Steuerdüsen auch gefecht, Mark 2. Komm, na, da gönnen wir uns mal so 2 Mark 3 Schilde. Das andere ist eigentlich gemacht, ja. 72.000 sind es jetzt schon. Waffensysteme, Pulsar, so und so. Jetzt müssen wir das ganze Zeug ein bisschen verkaufen. Ah, und wir haben jetzt natürlich auch hier eine etwas größere Auswahl. Jetzt kann ich, ob wir auf dem... Als, mit den Pulslasern... Ja, wir haben Mark 1 Sachen auf allem. Ich meine, an sich sind die schon okay. Strahlen immer dann noch interessanter. Ist immer noch mal teurer. Plasma-Kanonen. Hüllschaden 443 Megawatt, Bürstwaffenleistung. Und 3 Schüsse pro Sekunde. Also brauchst du für einen Schuss
3 Sekunden. Ich denke, das ist eher was für... Oh, ja. Gut, dass ich das so gemacht habe. Okay, also nochmal hier. Gefecht Mark 2, Steuerdüsen mal 2. Einmal hier, einmal da. Ja, wir sollten die Waffensysteme halt auf jeden Fall auch upgraden. Was ist denn ein Muon-Lader? Ist mal, ja, das ist echt schön, wenn es hier ein paar mehr Beschreibungen gäbe. Okay, der ist ein bisschen. Okay. Geh mal zurück. Okay, man kann nicht zurück. Egal, ja. Naja, ich meine, schätze, wir bleiben erstmal dabei, bei dem, was wir kennen, hä? Die schon beide, genau. Das gilt immer für beide. Da bleiben wir aber erstmal bei den Impulslasern. Schrot auf keinen Fall. Torpedos und so. Nicht mit diesem Ding hier. Repetierer. Dampfer, ja, Raketen. Und da haben wir halt auch zwei, ne? Also. So. Reicht das Geld überhaupt? 316.000. Brauchen wir mehr Software? Beste Langstrecke-Scanner-Software können wir uns mal mitnehmen, wobei ich gar nicht weiß und ich... Es wird schon gut sein, die zu haben. So, den Polizeiscanner brauchen wir momentan nicht wirklich. Panzerwartung brauchen wir, glaube ich, auf dem Schiff auch nicht. Oder? Ich meine, wenn schon, dann schon, ne? Müssen wir ihn irgendwann handeln hier mit seinem Mini-Frachtraum. Eher nicht, ne? Aber... Ja... Dann sparen wir uns doch die 10.000 hier. Nicht, dass das so viel ausmachen würde. Wir geben quasi unser gesamtes Geld aus. Jetzt wollte ich ja eigentlich, Minen? Das mache ich nicht. Mein Gott, die Minen sind so teuer. Davon 6 Stück aufstellen soll. Dann würde ich 112.000 bezahlen. Und ich kriege als Belohnung für das Ganze 60.000. Also irgendwie geht da doch irgendwas nicht auf, oder? Nehmen wir mal ein paar Täuschkörper noch mit. Das könnte helfen. Ja, ich hätte auch ganz gerne... Wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? Jetzt sind wir insgesamt noch 63.000. Das ist halt, ja... Ich hätte schon gerne ein paar Satelliten mitgenommen, die schon aufgestellt, an den diversen Stellen, die interessant sind. Vor allem auch Ressourcensonden. Mal ausgesetzt, dass wir ein bisschen genauer wissen, wo da im Handel auch was ist. Ah, mir ist gerade was eingefallen. Diese Quest, die ich automatisch abgeschlossen hatte das letzte Mal, als ich neu geladen hatte, das war die Quest, ja, so und so viele Kubik, Kilometer oder Meter Eis zu finden. Das hatten wir doch als Prospecting-Quest. Ja, und das hatten wir ja schon gefunden, unsere Ressourcen, so eine Stelle schon in einem Feld drin. Ja, deswegen, ha, jetzt weiß ich auch, wo ich das Geld bekommen habe. Also alles hier, ne, Fair and Square verdient. Das hat man nicht registriert davor. Ja, ich denke, wir machen erstmal das hier so. Zack. Und Bestellung bestätigen. So, und das Schiff ist ja noch nicht mal ganz fertig. Ich würde sagen, ich warte tatsächlich jetzt mal ganz kurz hier. Jetzt müssen wir sowieso, bis es fertig ist, umgerüstet. Und danach, ich mal, wenn ein, zwei Elster-Ladungen vielleicht angekommen sind, dass wir uns nochmal ein paar Sonden und Satelliten mit reinnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich muss gleich wieder nach dem Cut. Naja, vielleicht, wenn wir jetzt eh schon da sind, wir können ja mal kurz gucken. Wir haben ja noch so ein paar Interface-Einheiten, glaube ich, mit dem Rucksack dabei. Das sah sehr knapp aus. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht tatsächlich eine Kollision war. Ob wir die Interface-Einheiten nochmal hier verkaufen können. Jetzt hier einen Ladenbereich, Werkstatt, Händlerbereich hier. Schau hier mal kurz hin. So. Hallo, kann ich helfen? Zeig mir dein Angebot. Bitte sehr. So, nennt man nämlich wieder ein bisschen. So. 18.000, wir haben doch ein paar Magnetsteine. Können auch hier rüber. Ja, das Zeug wollen wir alles nicht verkaufen. Das brauchen wir. Okay, schön. Guten Profit. So, das ist jetzt mal ein guter Anfang.
Dann gehen wir hier rüber und zurück zum Falken. Die dürfte zwar noch nicht fertig sein. Ach, guck mal. Ich komme sogar auf die Reihe hier drauf. Wir Buddies sind. Zahlung erhalten. 1644. Warte mal, was war das denn von der Zahlung? War das etwa jetzt die Silizium-Elster? Oder sind die Eispreise so gefallen? Oder hast du irgendwie was ganz Komisches gerade gemacht? Moment mal. Ich muss mal kurz mal nachprüfen. Informationen. Nein, Logbuch. Ansehen 12. Vertrag abgeschlossen. Handel abgeschlossen. Ja doch, hier Elster Tendo. Sie verkauft jetzt 60 Eis. Profitabler Handel. Also sie war nicht voll. Aber wieso sie nicht voll waren zurückgeflogen ist, das ist natürlich eine andere Frage. Okay. Schiff im Anflug. Hangarpersonal in Bereitschaft bleiben. Okay, lass mich durch. So. Falke, Verteidiger. Jo, hi. Setzen wir uns. Und ja, unser guter Front hat wieder seine Problemchen gerade. Reicht das denn jetzt für zumindest so ein paar... 1, 2 Ressourcensonden. Gott, wir sind so arm. Da kann man gleich wieder was rein. Mal 3 Ressourcensonden. Ja, ich meine, im Prinzip brauchen wir die eher für Quests, muss man ja so sagen. Warte mal. Hier, Verkehrsverteidiger, wir haben den Start noch Geld reinbekommen, dann nehmen wir uns ein paar mehr Sonden mit. Also sagen, wir brauchen die ja immer wieder für Quests. Und die sind relativ fluktuativ. Vielleicht kann man ja Glück und finden nochmal sowas. Dann kaufen wir uns mal hier 5 Stück. Was gibt's hier denn? Gibt's hier denn in der Gegend? Wir sehen ja hier sind ein paar... Satellitenreparaturarbeiten. Sehr einfach, das nehmen wir direkt an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Reparatur. Interessant, das ist hier zwar, aber ich habe das Angebot nicht. So, und wundert euch nicht, ich habe tatsächlich auch... Ja, komm, wir docken mal ab. Der wird jetzt die ganze Zeit hier so rumjinxen, ne? Warte mal, kurz in den hier und jetzt wieder da. Ja, besser. Ist ein Potenzial, das Scan erleichtert, weil es echt... blöd und tedious ist, an diesen Stationen mal rumzufliegen und eigentlich nur eine Fleißarbeit, die ich nicht schnell nur offscreen machen möchte. Der Mod sollte uns eigentlich zeigen, wo die Stellen sind, die man scannen kann. Wenn wir im Scan-Modus sind, logischerweise. Unbekanntes Objekt. Das dürfte gleich da vorne sein, oder? Ja, wir können ja mal kurz das Ganze austesten. So, finde ich Signal 4. Die werden jetzt hier nämlich als Leitobjekte hier angezeigt. Theoretisch zumindest. Ich sehe es zumindest jetzt erstmal nicht. Ach, warte mal, ich hab's aber... Ich hab's ehrlich gesagt gerade gehört. Hä? Ist das hier oben irgendwo? Manche sind auch verpackt gelegen und so weiter. Und das ist die hier. Da sagt uns auch nicht wirklich was. Ja. Jaladi Ausrüstungsdock. Ja. Ist da vorne wieder ein Böser, aber... Tja. Keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Okay, wisst ihr was? Wir machen einfach weiter. Und zwar mit...
dir. Naja, ein Versuch war's wert. Autopilot eingeschaltet. Autopilot an. So, das sind zwei Stück, haben wir gerade gesehen. Ja, der wird uns jetzt nämlich wieder... Was? So? So zur Hölle willst du uns denn da einschicken? Autopilot ausgeschaltet. Könnte doch einfach so hinfliegen. Ah. Wenden, wenden, wenden. Unbekanntes Objekt. Highway. Unbekannt. Unbekanntes Objekt. Okay, wir fliegen erstmal zu dem da oben hin. Ja, manchmal ist es auch besser, einfach von Hand zu fliegen. So. Dann fliegen wir mal. Etwas an den Anstrich haben wir auch drauf hier. Because why not? Wenn du dir das wieder ein sollen. Das ist nicht gut genug. Das könnte ja. Ihr letzter Fehler gewesen sein. Zwei Stück sind's. Ich glaube, die diesmal wirklich auch beide reparieren müssen. Hat uns der zweite da unten angezeigt. Okay. Jetzt haben wir noch bessere Steuerdüsen, jetzt geht's ja alles noch schneller hier. Mal schauen, wie schnell wir die nächste Elster uns erwirtschaften können. Wir sehen den Satellit schon mal. Unsere Gesamtgeschwindigkeit hat sich ja jetzt auch erhöht, was natürlich auch super ist. So, wollen wir mal langsam abbremsen mal. Und das boosten wir hin. Halt. Das war zu viel des Guten. So. Und Gas geben. Aufklärung, Kriegsupdate, Aufklärung von Teilchen und profitabler Handel. Aha, okay. Mhm. Sieht aus, aus Versehen aufgeklärt habe oder so. Noch freundlich gesehen hier. So. Steigen wir aus. Falke, ja. Verteidiger. Ab geht die Post. Möchtest du sie nochmal zurück? Eigentlich nicht, aber ich muss. So, diesmal sind es tatsächlich zwei. Mach die Luke wieder auf. Erteilt. Danke sehr. Und rein da. Na, man hat es gelernt, ne? Lieber seitlich rausgehen aus dem Ding. Cool. So, das erste Ding jetzt erreicht. Unbekanntes Objekt. Na, 226, aber auch das kriegen wir sicherlich schnell hin. Ja, danach scannen wir vielleicht mal. Wir könnten ja auch mal so einen Datentresor vielleicht mal suchen. Ein bisschen mehr bei der Geschichte rausfinden. Vielleicht die auch überhaupt nicht geht. Jetzt dürfte es auch noch mehr Einträge geben. Gespannt und Goodies gibt es da ja auch immer wieder. Ja, vielleicht kriegen wir auch mal einen Prospecting Quest oder so. Den Manager haben wir jetzt auch noch nicht eingestellt. Und wie viel ein Konstruktionsschiff anheuern kostet, weiß ich natürlich auch noch nicht. Aber ja, das wird schon. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt, ne, mit der kleinen Erzabbauflotte. Und ein Schiff selber fliegen, was jetzt nicht ganz so total das Glaube ist und ein bisschen ausgestattet. Jetzt konnte man es fast sich vielleicht mal in den Kampf reinwagen. So gegen den einzelnen Feind. Solange ich da nicht völlig verkacke als Pilot, sollten wir auch eine Chance haben. Sich effektiv wirklich schneller vor, wie wir fliegen. So. Bereiten wir uns langsam auf die Bremsung vor. Okay, und näher ran. So. Ja, am besten schön so, dass ich quasi nur aussteigen muss.
umdrehen. Ach ja. Und sehr schön, die Skybox hier, ne? Wirklich famos aus. Hallo. Hi. Falke, Verteidiger. Das ist einfach klasse. Ist ja alles schon, es ist zwar nicht viel, ne? Aber nur so ein bisschen hier auf dem Schiff noch rumlaufen, während man eigentlich rumfliegen kann, das ist schon. Oh. Ja. Porno halt, ne? So, wo ist denn der nette Satellit? Direkt hinter mir hat er sich versteckt. Gut. Und wir docken wieder an. Undock-Erlaubnis erteilt. So, die Überweisung dürfte gleich da einkommen. Wunderbar. Wieder 40.000 sind wir ganz arm. Jetzt muss ich wenigstens noch was zu essen kaufen. Vielleicht ein bisschen Treibstoff. Oder mal Klamotten für dich, ne? Du bist ja ständig nackt drum hier. Ja, nicht, dass ich meine Angestellten hier irgendwas, ja, dass ich die zu etwas zwinge, aber Klamotten wären schon nicht schlecht. Auch wenn man eine Echse ist, muss man sich ja nicht alles weggucken lassen hier. So, wir haben hier eine Antimaterie-Fabrik. Lass mal kurz dahin fliegen. Und schauen, ob es da irgendwelche Aufträge direkt gibt. So, wupp. Und falls nicht, ja, erkunden wir einfach hier ein bisschen in dem System. So. Okay. Drei Signale gibt's hier. Beziehungsweise es können ja Signale sein, Quests oder Modul-Upgrades. Oh, da ist eins. Stehe, so läuft das also. Ich habe etwas Arbeit, die hier liegt. Arbeit, hä? Was haben wir denn hier? Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Eventuell, das ist ein Abschießauftrag, glaube ich, das ist ein Enterauftrag. Das ist aber, nee, also dafür sind wir nicht ausgestattet. Das muss ich ablehnen, leider. Das muss ich ablehnen. So, dann fliegen wir weiter. So, da hinten ist wieder irgendwas. Undock-Erlaubnis erteilt. Ich habe keine Erlaubnis angefragt, aber gut. Weil ich Module haben. Hier so hoch. Sie ist definitiv irgendwo irgendwas. Schau jetzt, ob es erreichbar ist oder nicht. Blinkt jetzt auch gefühlt sehr viel mehr an den Stadt. Ach, da ist es. Was bist du denn? Datenstrom. Rabatt freigeschaltet. Lagerverwaltung. Okay. 30 Stunden. Naja, ist jetzt auch nicht so interessant. So, theoretisch gibt es hier. Noch eins, das war aber tatsächlich nicht, also das war nicht das, was er gesagt hat, dass wir uns finden sollen. Hm. Andocken abgebrochen. Ja. Wollte ich mal kurz, ja. Da. Haltet ihn auf! Wo ist ein Dieb? Oh, es kann sein, dass es eins ist, was irgendwie. Ist buggy? Man weiß es nicht. Man
die Tatsache hier, es ist wieder eine Quest, so wie es scheint. Hallo? Ein großes Risiko ein, wenn Sie die... Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Was brauchst du denn? Ja, das ist wieder ein Endauftrag. Das sind zwar noch Frachter. Aber neue Sehschwierigkeit schwer, das ist alles noch zu... Nein, nein, das hilft uns alles nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir aktivieren die Langstreckenscanner. Schauen mal, wo es hier noch was gibt. Pingen wir mal in alle Richtungen. Man kann es mittlerweile auch ein bisschen besser sehen, dank einem der Mods. Aber auch gucken, ob irgendwo lilane Geschichten sind. Das Schiff ist auch nochmal so viel wendiger gerade. Also da ist irgendwas in der Richtung hier. Könnte ich auch Sicherheitscontainer und sowas sein? Huh. Da hinten. Unbekannte Station ist das einfach nur. Sie ist ja ganz am Rande hier. Huh. Da ist auch nochmal eine. Da sind mehrere. Ja, komm, wir fliegen mal hin. Mal gucken. Ich glaube, es sind tatsächlich hier nur die zwei Sachen jetzt. Ja, das ist alles nicht gut. So, wer versteckt sich denn da so am Rande des Systems? Wir werden es herausfinden. Es ist eine Nanotronik-Fabrik. So, stört nicht kurz Hallo zu sagen hier. Langstreckenscanner aktivieren. Da ist ein Asteroidenfeld noch, oder? Ja. Irgendwo in der Ferne. Ja. Machen wir das nochmal. Legen hier einmal kurz ein paar Sachen ab. Wo es weitergeht. Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück. Oh. War gut eingeparkt, hätte ich gesagt, aber war eigentlich gar nicht geplant. Ist das, oder? Ja. Was ist das denn hier? Datenstrom? Provision freigeschaltet. Oh Mann. Wir finden nur Crap. Bei der Mission haben wir jetzt auch kein Glück mehr gehabt, so wie die vorhin diese Raumfliegen-Geschichte. Die halt mit ein bisschen Mühe ja ganz gut zu schaffen war. Entschuldigung. Ich hab gerade eben schon was gehört. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Da sehe ich ein Signal. Kurzstreckentransporter. C. Krimineller Kurzstreckentransporter. Ziviles Schiff D. Ach ja, jetzt habe ich dich aus Versehen angeschossen. Ist natürlich sehr geil. Ziviles Schiff anfunken. Mit Ihnen rede ich nicht. Ich wollte mich doch nur entschuldigen. Ich wollte doch nur sorry sagen. So, jetzt, wo war jetzt dieses Ding? Da vorne. Sieht gleich mehrere. Okay. Was das für Missionen hier sind. Wenn Sie mich hören können, ich brauche Hilfe. Kann mich irgendjemand hören? Ich brauche Hilfe. Ja? Ich hoffe, Sie können helfen. Was ist denn dein Problem? Warte mal, Sie viel nur weg von hier. Nimm mal an. Das ist ein Transportauftrag. Gucken, vielleicht ist das ja auch einer. Das wär's ja. Verraten Sie es niemandem. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Ja, vielleicht.
Hackerstörkonsole für Lagersysteme. Das ist auch einfach theoretisch, wir brauchen diesen Sicherheitsentschlüsselungssystem. Nee. Bringt uns jetzt erstmal wieder dann gar nichts. Nanotronikfabrik. Andockerlaubnis erteilt. Andockerlaubnis eingeholt und wunderbar. Docken wir eben. So. Okay, zack. Schon gesehen, na, die Pulslaser, die sind jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen effektiver als ja, gut, die Level 1 gehen halt. Da geht halt gar nichts, ne? Das war schon ziemlich schnell, was wir gerade weggeschossen haben. Gut, es war ein kleiner Transporter, ja, und ohne Schilde. Erfolgreich angedockt. So, wir stehen mal auf. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Und warte mal. Und gar nicht hier andocken? Doch. Was ist das Lager Notfallevakuierung? Das war das, okay. Mal auf. Teilgeschütz. Triumkomponentenfabrik, okay. Ne, warte mal. Muss den aber schon hier aufnehmen, ne? Briefing anzeigen. Abmakulot. Jetzt so viel lange Erklärung, ich muss aber von dieser Station weg und zwar so schnell wie möglich. Kommen Sie zu mir, ich bin im Andockbereich, denke schon mal. Okay. Dann suchen wir ihn mal. Ich will nicht sagen, wir sind angedockt, ne? Weil. Oder ist das. Ich meine, es wäre ja unlogisch, wenn es eine andere Station wäre, wenn der Funkdinger hier ist. Weil da steht doch kein anderer Bereich, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber du bist auf aktiv gesetzt. Das muss hier sein irgendwo. Andockbereich. Ist er vielleicht auf der anderen Seite? Was ich dazu sagen, ich sehe da niemanden. Ich habe auch keinen Marker. Die Fabrik ist auch die richtige. Neutronikfabrik. Angebot Mission. Hier nochmal. Ich bezahle sie aus meinem Geld und docke sie bitte an der Station an, kommen sie zu mir. Können wir zum anderen Andockbereich dann hier einfach hin? Ist das so gemeint? Wir sind da ja eigentlich, ne? Dann suchen wir den jetzt. Ich bin halt sehr verwirrt, weil sich die Quest nicht aktualisiert hat. Das ist das, was mich beunruhigt. In allererster Linie. Ich habe auch nicht diesen lustigen Bodenmarker. Deswegen habe ich Angst, dass die Quest nicht getriggert ist und deswegen wir jetzt hier umsonst rumrennen werden. Ich guck mal, ob ich den hier irgendwo finde. Vielleicht auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich nochmal neu geladen. Jetzt tatsächlich ist der Typ auch daher draußen. Ja, also manchmal hilft das bei Quests, wenn sie ihn nicht triggern, sich dich nochmal neu zu laden und dann. Nein, lauf nicht weg. Ach, der ist da unten, okay. So, dann komm mal an Bord, ne? Denn Taxi ist da. Da ist er. Hallo. Hallo. Ja, bitte kommen Sie an Bord. Ja, das hier. Dann lauf mal und wir machen uns auf den Weg. So, machen wir das noch hier in der Folge, denke ich. Kann ich mir ein bisschen so überlegen, was ich noch mache. Wahrscheinlich lasse ich es vielleicht mal ganz kurz auch laufen, zwischenzeitlich so eine Stunde oder so, damit ein bisschen Geld reinkommt. Wer weiß. Ey, das Schiff ist hier. Wohin gehst du denn? Okay, ein bisschen langen Weg. Das ist natürlich hier deine Entscheidung. So. Falke, Verteidiger. Dann warten wir, bis der gute Mann hier ankommt. Ich bin an Bord Ihres Schiffs und startbereit. Großartig. So, nochmal Platz und wir fliegen los. Das Hotel Geschütz. Fabrik? Geschütz und Komponentenfabrik. So rum.
So, die ist da hinten. Yep. So, ich werde mich ja nicht angegriffen oder sowas hier unterwegs. Das wäre Herz allerliebst. Und mal kurz hier in der Gegend, ob es nochmal aufgeplatztes Lagern vor der Quadrung einfach. Das ist immer noch das hier, ja. Das ist aus dem Nachschub. Ja, ne. Ohne Frachter. Wir sollten wir uns bald mal einen Frachter suchen, ha? Huh? Mal das Briefing. Wie viel ist denn das immer eigentlich? Die Probleme warum? Ich bezahle gut. Da ist eine extreme Herausforderung, der wir uns gezwungen sehen. Eine besondere Staffel, ein bisschen Übergabezeit, weißt du, ja, wegen den 3 Stunden. Das ist mir schon klar, ne, aber. Weiß nicht. Hm. Nee. Nee. Erst mit Frachter. Machen wir noch kurz ein bisschen Taxi. Da vorne ist auch nochmal eine Station. Die wir noch nicht kennen, glaube ich, die da unten. Mal sehen. Was das genau ist. Ja, eine weitere friedliche Folge. Ich schätze, es wird eine Menge davon geben. Zugegebenermaßen. So. Okay, geschützten Komponentenfabrik. Ich bitte um Andockerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. So, dann schauen wir mal hier. Aha. Ich bin schon fast. Ah, fasse ich dich hier zu. Mann, du vierfähig. Bist du wohl auf hier? Zu zappeln. So, noch etwas nach hinten. Und dann können wir. Oh, oh, oh. Gut. Ja, fast gut. Psst. Zum Glück sieht das keiner hier. Also, außer euch. Was, ich könnte mir einen Landekomputer kaufen, aber nein, das. Nein. Das müssen wir nicht machen. Okay, und in diesem Sinne würde ich sagen. Gute Arbeit. Der Passagier geht von Bord und wir suchen uns gleich einen neuen Auftrag. Ja. Und den machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao, euer Tollen.